Junge, merk dir den Moment hier. Das ist eh Sportgeschichte. Und mach es ordentlich. Denn hier ist real. Hier ist Spandau. Extrablatt! Spandau hat ein neues E-Sport-Team! Extrablatt! Spandauer Express. Spandau hat ein neues E-Sport-Team. Was ist denn das für ein Schmarrn? Ey, guck dich doch mal an, es ist 2021. Wenn du hier deine Meinung rumbrüllen willst, dann schreib doch einen Tweet, Mann! Spielverderber. Dürfte ich die Fotografen darum bitten, die Plätze einzunehmen? Danke sehr. Die Kameraleute auch bitte. Dankeschön. Ich darf Sie recht herzlich zu dieser Pressekonferenz hier heute begrüßen und würde Sie darum bitten, Ihre mobilen Endgeräte abzuschalten. Wir wollen das ja hier heute in Ruhe über die Bühne bringen. Ich darf nun das Wort an unseren Präsidenten, Herrn Knabe, übergeben. Ja, vielen Dank, Hendrik. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen an den Saal. Wir haben uns an diesem historischen Tag zusammengefunden, um über die Zukunft unseres Vereines zu sprechen und damit auch über die Zukunft von Spandau. Aber vor allem über die Zukunft des elektronischen Leistungssports im Standort Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Freuden darf ich verkünden, dass Eintracht Spandau nun seinen Einstieg in den E-Sport wagt und ab nächstem Split in der Prime League antreten wird. Vielen Dank. Ihre Fragen bitte. Herr Knabe, hier vorne. Ja, bitte Sie. Guten Tag, Nick Peters von eSports.com. Sie möchten also jetzt mit der Eintracht in den eSports einsteigen und Sie sagen, Sie sprechen von einem Einstieg generell. Das klingt sehr vorsichtig. Wie glauben Sie, dass Sie Anklang in der Szene finden? Also diplomatisch ausgedrückt werden wir die komplette deutsche eSports-Szene versohlen, ja, und vom Platz jagen. Also, die wissen dann nicht mehr, wo vorne und hinten ist, ja. Also, ich brauche mir hier jetzt auch nicht vor dem ganzen Saal sowas anhören von vorsichtig. Und wenn wir das mit Eintracht Spandau machen, dann machen wir es richtig, ja. Denn hier ist real. So, nächste Frage bitte. Von vorsichtig. Ja, Sie bitte. Philipp Traub hier von der Braunschweiger Zeitung, Herr Knabe. Ich hätte eine Frage bezüglich des Spandauer Infernos. Können wir damit ein Statement rechnen? Security. Den Mann dort vorne, bitte. Security? Nee, ich habe auch Rechte. Ich kann doch hier eine Frage stellen. Das ist ein investigativer Journalismus. Ich hab ein Praktikum bei der Spandau allgemein gemacht. Kutscher! Wird man auch noch fragen dürfen. Kutscher! Okay, entschuldigen Sie. Nächste Frage, bitte. Ja, Sie davon. Matthias Knochen-Remmert, Pro7 eSports, GameSports 99 Damage, man kennt sich. Sagen Sie, mit welchen Spielen können wir rechnen? Aktuell nur mit League of Legends, ja. Nächste Frage, bitte. Ja, Sie bitte. André Görke vom Tagesspiegel, eine Frage. Was ist mit diesem Fortnite? Spielen Sie das auch? Also, wir sind ein Traditionssportverein und keine Kindertagesstätte, ja? Nächste Frage, bitte. Herr Knabe. Herr Knabe. Vielen Dank. Maxim Rocker von Maxims YouTube-Kanal hier. Ich würde wissen, wann genau treten Sie denn an? Das ist ab sofort. Unverzüglich. Ja. Ab sofort? Ja. Ja. So. Ja, Sie haben es gehört. Mit Beginn des Januars werden wir in der Prime League, also direkt loslegen. Und
Wir suchen auch noch Spieler, also falls Sie jemanden kennen oder ihr da, also falls da Spieler draußen sind. Gerade Midlaner brauchen wir noch, also das wirklich brauchen wir schon dringend. Ja. Und wir zahlen auch und also ruft. Was tue ich denn hier eigentlich? Ich wollte doch nach Anay, um den ganz Großen zu spielen. Aber die wahren Giganten sind hier zu Hause und sie rufen nach mir. Kein Vertrag, kein Ozean kann mich mehr zurückhalten. Da muss ich hin, zu Eintracht Spandau. Europa? Nein. Berlin? Nein. Spandau braucht mich. Oh, Obst. Never mind. Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus Jadwede, wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir.